Kylo Quarker. Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Vergessen ist nicht vergangen. Ja, letztes Mal haben wir die Prüfung des Vertrauens angenommen. Und ja, wir waren ein bisschen unfreundlich zu Nyras und der will jetzt einen Vertrauensbeweis. Wir sollen Ori seine Statue klauen. Der wohnt irgendwo in der Nähe der Arena. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, wo genau. Er wohnt in der Nähe der Arena bei den Zuschauerrängen. Er hat die Statue in seiner... Könnte das hier tatsächlich seine Bude sein? Würde ich sagen, dann schlafe ich jetzt einfach erstmal bis nachts. Ist ja egal, ob das ein fremdes Bett ist. Bis Mitternacht schlaf. Oh yeah. Erik, ich hoffe, du machst hier keine Kapriolen, mein Freund. Ja, jetzt alle auf mich hier. Ist doch hier nicht mehr zu glauben. Ah, seht ihr, was für ein Krasser ich bin? Einmal, Scheiße. Du kannst was erleben. Erik, du hast... Ich hab's gerade noch zu dir gesagt und er geht mir trotzdem auf die Eier. Es ist ja nicht zu glauben. Was mache ich mit dir? Willst du dich nicht mal verpissen? Scheiße. Schatten... Ori. Ja, bei den Zuschauerrängen. Das ist doch dieses Haus, oder nicht? Das muss das sein. Hä? Was ist das für eine Konstruktion hier? Will ich mal versuchen, dass ich darauf komme. Kann man hier oben auch noch sitzen? Gibt's ja gar nicht. Na, kämpft mal eine Runde. Fight! Ach, Scheiße. Okay, wir haben jetzt das Problem, dass Erik uns da nicht einfach so reinlassen wird. Der Spinner. Das nervt mich gerade ein bisschen. Weil ich denke mal, das wird die Bude sein, wo wir rein müssen. Alles andere ergibt keinen Sinn, oder? Wir können gucken, dass wir hier vielleicht nochmal... Rot drinne. Ja, super. Guter Schinken hier. Ja, wie gesagt, das ist alles schön und gut. Da liegt ja auch Butler drin. Ah, das ist jetzt wieder... Entschuldigung. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Kann man reingucken irgendwie? Nee, ne? Scheiße. Ah, ich will da irgendwie rein und Erik geht mal auf den Sack, Mann. Was machen wir jetzt mit dem? Wir können ihn weglocken. Steck die scheiß Waffe weg! Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Okay, versuchen wir. Glück gehabt. Was? Ey, dass man die nicht triggern kann, ne? Glück gehabt. Ey. Ist nicht dein Ernst.
Steck die scheiß Waffe weg! Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Glück gehabt! Ach, ich muss sie einfach draußen lassen. Mein Gott! Hallo? Steck die scheiß Waffe weg! Jetzt kriegen wir es hin. Soll ich dir aufs Maul hauen? Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Soll ich dir aufs Maul hauen? Komm her. Na, Erik, komm mal mit. Oh mein Gott! Deck die Waffe weg, wenn du keinen Ärger willst. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Weg mit der Waffe, weg ja, damit! Weißt du, was wir machen? Feigling, komm zurück! Ich mein's ernst, weg damit! Ja! Nein, jetzt ist Erik wieder nicht... Erik! Du gehst mir langsam richtig auf den Sack, Mann. Steck die scheiß Waffe weg! Wir müssen ihn hier rauskriegen. Soll ich dir aufs Maul hauen? Steck das Ding weg! Dann bring ich ihn um. Oh, er kommt. Feigling, komm zurück! Guckt euch das an! Er traut sich nicht hier raus. So, das wird jetzt aber unsere Chance hier. Komm, jetzt schnell zurück. Was ein Aufwand, Alter. Nur um da reinzukommen. Diese blöde Bude. Oh wehe, der Macker da oben geht mir jetzt irgendwie auf den Sack. Dann ist, aber... Dann ist was los. Rechts, links. Rechts, links. Schnell. Schatulle? Ich will doch die Innos-Statue. Ist jetzt... Was war denn jetzt mit der nächsten Schatulle? Next Schutzgeld. Okay, ja, cool, habe ich das gemacht. Aber ist das dann doch nicht seine... Oh, das gibt's doch gar nicht. Und ich dachte, das wäre jetzt die gewesen. Hä? Ich dachte, nahe der Zuschauerränge. Das hier vielleicht noch seine Truhe sein? War gute Ausbeute, aber trotzdem nicht die Truhe. Ich rasse hier bald durch. Da schläft einer. Was ist das, Erik? Junge, wo bist du denn lang gelaufen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Die habe ich schon. Was könnte es vielleicht noch sein? Wasser. Na komm schon, Mann. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. 1, 2, 3, 4. Wow. Ja! Da ist das Ding. Okay, aber jetzt habe ich... Jo, war gar nicht so verkehrt. Das mit nächster Schatulle, das... Jo. War ja trotzdem gut.
Ich hab die Statue. Ich habe die Statue. Gut gemacht. Gib sie mir. Ich werde sie schon angemessen entsorgen. Das heißt, dass du mir verziehen hast? Ich vielleicht. Aber ob der Schläfer dir verzeiht, kann ich dir nicht sagen. Das ist mir auch egal. Im Lager werden wir dann weitersehen. Das heißt, dass ich mitkommen darf? Natürlich. Wann und wo treffen wir uns? Das werde ich dir schon früh genug sagen. Ich erzähle das doch nicht rum, damit einer dieser Gardisten davon Wind kriegt. Und nun gehe ich in meine Hütte. Es gibt viel vorzubereiten. Davon hatte ich schon mehr erwartet. Vielleicht finde ich mehr Informationen in Nyras Hütte. Aber da komme ich niemals rein, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sollte mit Diego reden. Klingt nach einem Plan. Das machen wir auch. War das denn gemacht? Nicht Maltes Hütte nahe dem Burgtor nach privaten Dingen von ihm durchsuche und in der Lagerhalle nahe der Arena ablege. Direkt Schutzgeldschatulle habe ich tatsächlich, aber alles weitere nicht. Dann kann ich mich hier erstmal gleich in meine Hütte pflanzen, damit das auch wieder hell wird. Ja, Mahlzeit, Jungs. Das ist der Butter, den habe ich aufs Maul gehauen, glaube ich. War jetzt. War das jetzt hier meine Bude? Nee, da schläft einer. Das war meine, ne? Mein Bett. Ah. Zum nächsten Morgen schlafen. Ein neuer Tag, ja genau. So, Diego. Ich habe Neuigkeiten über Nyras. Immer raus damit. Ich konnte mir das Vertrauen von Nyras erschleichen. Über das Treffen hat er mir leider nichts erzählt, außer dass ich rechtzeitig informiert werde, wenn wir aus dem Lager verschwinden sollen. Das reicht mir nicht. Mit den wenigen Informationen werde ich kaum etwas anfangen können. Hast du dich in seiner Hütte umgesehen, ob dort Hinweise versteckt sind? Ich habe es versucht, aber die Tür ist verschlossen und Nyras sitzt wie eine Henne auf dem Ei davor und lässt sie nicht aus den Augen. Da kommen wir also nicht weiter. Da kümmern wir uns später drum. Das ist jetzt nebensächlich. Deine Prüfung kann warten. Ich habe von einem guten Freund eine Nachricht erhalten, dass wir bald loslegen können. Es wird Zeit, dass du deine Schuld bei mir einlöst und wir uns um Brabak kümmern. Oh, danach kümmern wir uns um Nyras und deine Prüfung. Was hast du für ein Problem mit Brabak? Brabak wollte meinen Kumpel Gorn umbringen und hat ihm eine Truppe von Schlägern auf den Hals gehetzt. Gorn ist noch am Leben, aber damit hat Brabak nicht nur einen Streit mit mir provoziert, sondern auch mit dem neuen Lager. Gorn ist einer ihrer Söldner. Der Magier Milton und ich haben einen Plan. Den setzen wir heute Nacht um. Mit deiner Hilfe. Und was für eine Rolle spiele ich dabei? Brabak ist nicht nur ein gewaltiges Arschloch, er ist auch gierig wie ein Goblin. Du wirst dich in der Burg nach Schmuckstücken umsehen und sie in Brabaks Truhe legen, während Milton und ich einen anderen Weg nehmen und uns um etwas anderes kümmern. Wenn alles gut geht, treffen wir uns am nächsten Morgen wieder bei meiner Hütte. Deswegen könnte ich also am Galgen landen. Wenn ich als Butler in der Burg entdeckt werde, komme ich niemals lebend von dort weg. Gut erkannt. Hä? Als einfacher Butler komme ich doch niemals in die Burg. Im Marktviertel gibt es einen Hintereingang. Durch Milton bin ich an einen Schlüssel gekommen, damit ich meinen Helfer reinschmuggeln kann. Mega. Wo finde ich den Schmuck? Im Haus der Erzbarone. Alter, sieh dich dort im ersten Stock um. Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Wo ist Brabaks Kammer? Direkt über der Küche im Haus der Erzbarone, von der Treppe aus rechts. Übrigens ist es unabdinglich, dass du Schlösser knacken kannst, sonst wäre dein Einbruch schnell vorbei. Ordentlich schleichen zu können wäre sicher auch von Vorteil. Ja, das kann ich, ja. Aber du kannst mir auch mal was beibringen. Muss ich auf irgendetwas achten? Natürlich. Lass dich nicht erwischen. Sollte das passieren und du überlebst, musst du untertauchen. Ich werde dich früher oder später schon finden, keine Sorge.
Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu Dankeschön. Verbessern. Das wird auch notwendig sein. Oh, wie ist das jetzt hier? Deck? Ich hab keine Ahnung. Machen wir 20, 25, 25? Warte. Dein Geschick im Umgang mit Bögen ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Ja. Moment. Ich will mal eben kurz gucken, wie das ist. Nee, bleibt so. Okay, nee, dann ist es besser so. Alles klar. Wir brauchen noch Dietriche. Oh, scheiße, 4 Stück. Hat Fingers noch welche? Snuff. Bester Mann. Zeig mit. Oh ja. Gut. Wir haben ein paar Sachen. Was ist das hier? Bretter haben. Okay. Holz. Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen könnten? Wahrscheinlich so wirklich, ne? Oder Butterhose. Weg. Bock und Fell, nee, das verkaufen wir bei Christian. Gehen wir mehr für, ne? Das verkaufe ich noch einmal. Dann kaufe ich hiervon jetzt 23 Stück. Das sollte reichen. Da würde ich sagen, ja, machen wir doch jetzt. Wir braten mal ordentlich eins auswischen, Alter. Marktviertel gibt es einen Hintereingang. Geil. Mega gut. So, Diego, ich bin sowas von ready, Alter. Lass uns loslegen. Kannst du den Schlösser knacken? Ja. Wie steht's mit Schleichen? Ja. Ja. Ausgezeichnet. Hier ist der Schlüssel für den Kerker. Du wirst auf jeden Fall eine Menge Dietriche brauchen. Mehr kannst du bei Fingers kaufen. Habe ich jetzt nochmal welche gekriegt von ihm? Ja, ich habe noch ein paar gekriegt, glaube ich. Ja, 38. Let's go, Alter. So, bin ich mal gespannt, Alter. Sollte ich das am helllichten Tag machen? Bin mir da nicht so sicher. So, und hier soll jetzt irgendwo eine Tür sein. Ich glaube, die da, oder? Och, Jungs, ihr seid sowas von anstrengend, ne? Also, das kannst du dir manchmal nicht ausdenken. Ah, Diego, komm her. Lass. Kennst du, also, ne? Boah, sollte ich vielleicht doch lieber wieder bis abends pennen? Ich glaube, am Tag wird das nichts. Ja. Man muss eben aufpassen, was man will. Dass die Butler auch gleich immer so eine große Fresse haben, ne? Meine Güte, ey. Warum passiert sowas immer wieder? Also, es sah so aus, als wenn ich da rein muss, ne? Lass uns die Tür. Das hier ist Whistlers Fisks Bude. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wahrscheinlich hast du recht. Das passiert mir nicht nochmal. Ich glaube. Das ist schon zu weit, ne? Komm ich gar nicht rein. Das geht überhaupt nicht. Ja, auch nicht? Nee, okay. Dann würde ich sagen. Hey du! Raus aus mein. Okay, manchmal komme ich gar nicht rein.
Schlafen wir bis nachts. Hey du! Raus hier! Oh, ist ja gut, Mann. Die richtige Entscheidung. Ego? Ey. Scheiße, da kommt einer. Kommt einer. Dann warten wir nochmal ab. Was wäre hier gewesen? Ohre. Ach, moin. Hä, doch nicht hier? Wo ist der Eingang? Er hat gesagt, am Marktplatz. Hier rein. Alter! Ey, die sind sowas von geisteskrank, ne? Die rasten so durch, die Jungs. Keine Chance. Durch den Kerker betreten. Der Kerkereingang befindet sich beim Marktplatz. Nur die Frage, wo ist der Kerkereingang? Okay, Leute, ich bin drin. Ich bin fucking drin in the game. Hey. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? In die Tür Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. Huch. Okay, jetzt läuft's aber, pass auf. Okay, also hier ist es gefährlich. Man kann in der Tür festpacken. Machen wir Feuer an. Nehme ich natürlich mit, ne? Ist ja für lau. So. Was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Oh, ich glaube, ich muss nochmal laden. Oh, ich glaube, ich starte das Spiel lieber nochmal neu. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Und es ist alles wieder gut. Es ist alles wieder normal. Und wir werden uns jetzt weiter... durch die Burg schleichen. Rostiges Schwert. Nee, nicht besser. Ist ein bisschen schade, dass die Dietrich hier immer sofort abbrechen. Also, ein bisschen Geschicklichkeit habe ich ja jetzt schon. Okay, wir sind hier. Machen wir mal hoch. Okay.
müssen wir an dem vorbei. Wer mich sieht. Glaube. Könnte Glück haben, aber ist hier einer? Einer ist da. Oh Mann. Scheiße, da ist einer. Das ist aber jetzt nicht so gut. Steht er da die ganze Zeit? Oh, Leute, ich hab echt... Nein, jetzt läuft er. Er läuft. Holy crap. Okay. Alles ist gut. Alles ist in Ordnung. Boah. Okay. Abax-Truhe. So. Abax-Truhe verstorben. Mindestens 5 Stücke reichen, aber mehr sind natürlich besser. Seine Kammer ist im 1. Stock. Okay. Jetzt die Frage, ob ich hier schon ein paar Schmuckstücke finde, aber ich denke mal, das wird alles in den anderen. Nee, hier ist auch was. Arto. Fuck, stimmt, den gibt's ja auch noch. Eins, zwei, drei, vier. Drei, links, rechts, rechts. Schmuckstück, Erz. Holy crap, Digga. Ah, es ist aber schon wieder eine extrem geile Quest, ne? Muss ich einfach mal sagen. Feier ich. Feier ich extrem. 1, 2, 3, 4. Links, links, 3, 4, 5. Steck, Schmuck, alles klar. 2 haben wir, Leute. 2 haben wir. Oh. Nervenaufreibend. Muss ich dann auch wieder abhauen? Scheiße, Mann. Ja, Digga, reiß die Tür auf, als wär's dein Wohnzimmer, ey. Heiland. Noch drinne. Okay, wer ist das? Oh, das ist ein Schlüssel. Schlüssel? Schmuck. Ist das da oben doch auch Schmuck, oder nicht? Oh, warum kommt er da jetzt nicht ran? Das ist doch Schmuck. Boah. Ich krieg das nicht. Hey. Komm. Was ist das? Holo. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, links. Ja, okay.
Ich hätte halt gerne diesen Schmuck einfach, ne? Ja, ist klar, Digga. Da kommst du hin, aber nirgendwo. Oh. Okay, wir gehen weiter. Okay. Oh Mann, es bleibt spannend. Boah, ich sehe gar nichts. Das Bett. Rechts, links. Links, rechts, links. Links, rechts, links, links. Dahin. Nirgendwo, ne? Rechts, links, rechts, rechts. Ich glaube, das war jetzt nur noch mal noch bonusmäßig. Gucken wir nach da oben. Ja, gehen wir mal hoch. Gucken, was uns da erwartet. Vielleicht finden wir hier noch etwas Geiles. Ist ja jetzt keiner. What? Fuck. Was ist das denn? Es ist Plaskor. Der vorm Greenscreen sitzt? Weißt du, es gibt viele schlimme N-Wörter heutzutage. Aber das N-Wort, das da auf meinem Mauspad steht, ist mit Abstand das Schlimmste von allen. Was steht denn da? I love Necrolot. Wie geil ist das denn? Das Blaskar. Oh, Digga, das feier ich ja schon wieder. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal einen Cut, Leute. Ich stelle mich hier so mit vor den Greenscreen von Blaskar und dann, ja. Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü. Skyluke Walker. Wer? Wen meinst du? Sag bloß, du kennst Sky nicht. Na, dann wird's aber Zeit. Weiß Beats mit der Sky, ja, wir machen Stress. Komm, nicht so dumm, jetzt bist du zerfetzt.